Wo ist eigentlich meine Frau? Das Kind schläft da oben ganz allein. Ich guck mal, ob sie auf dem Stand, bei ihrem Stand ist. Komm, Huhn, wir schauen mal. Der ist ja Gott sei Dank nicht so weit weg. Und willkommen zu Fable 3. Ah, da ist sie doch. Sie arbeitet. Und sie hat einen Kunin. Wir sollten nicht hier sein. Wisst ihr, wie gefährlich das ist? Was denn? Ausrufe Melken. Guten Tag. Ich hoffe, eure kleine Tochter hält euch nicht die ganze Nacht wach. Das gefällt ihm auch noch. Ein schönes Gedicht. Ich weiß nicht, ob die Pfandleihe neu ist oder ob ich sie noch nie bemerkt habe. Besseres Essen. Das Oberteil steht euch sehr gut. Ihr solltet ein paar Tanzstunden nehmen. Meinst du? Ja. Ja. Ich führe. Juhu. So, wir haben uns jetzt den Dorfsprecher zum Volken Freund gemacht und eine Hilfe. Quest bekommen. Das würde ich euch nie vergessen. Okay. Ihr müsstet etwas für mich holen. Oh, toll. Vielen Dank. Ich kann's nicht erwarten. Die liegen alle im Mistbiegtal. Wieso eigentlich? Oh, sie hat ein Geschenk für mich. Hallo, Frau. Weil ihr so lieb wart, habe ich ein kleines Geschenk besorgt, Schatz. Danke für eure Hilfe. Oh, hallo. Ich werde ganz rot. Bis später dann. Ja, meine Frau kriegt noch ein paar. Sexy. Hey. Erstmal gibt's ein Küsschen, weil sie so fleißig ist. Und du kriegst auch gleich ein Küsschen. Ja. Wow. Und jetzt noch eine schöne Umarmung. Und als Krönung gibt's die Scheidung. Nein. Großartig, Schatz. Nein, mach ich nicht. Komm, ich will mal pfeifen. Hund, wo bist du? Bleib doch stehen. Ich kann nicht pfeifen. Da, jetzt. Jetzt hätte ich hier. Wir leiden ein wenig unter Engpässen. Und deshalb biete ich euch mehr, falls ihr das habt, was ich suche. Okay, wir gehen mal schauen. Was haben wir denn? Gegenstände verkaufen. Okay, verkaufen. Wir haben bei manchen Dingen Engpässe. Ausgezeichnet. Wenn ihr euch bei jemandem kaufen, der das anbietet, dann kauft damit hier. Mache ich hoffentlich Gewinn. Wir haben Engpässe bei manchen Waren. Nö. Das macht gutes Geld. Nö. Ach so, gebotene Summe. Ich hab mich ja verguckt. Das ist ja... Gut. Danke für den Einkauf. Bitte, gern geschehen. So, jetzt habe ich aber auch Lager nichts mehr. Unser Lager ist leer. Deshalb werde ich euch für einige Dinge mehr geben. Was war das? Ich war das nicht. Das war bestimmt Pfeifen. Kann man hier auch Sachen verkaufen? Wir führen nur die besten und teuersten. Ich bewundere euch sehr. Stehlen kann ich hier. Nein, sowas machen wir nicht. Das ist ja schließlich mein Freund. Mein Freund, der Schmied. Hier kann man gar nichts machen. Dieses Pistolenmodul, Lady Mayen Modell. Ach so, das ist die Pistole. Aber... Hallo, Frau. Das ist im Angebot. Ein wirklich guter Preis. 33. Meine Waffe hat aber mehr Schaden. Aber ich glaube, hier hat es schon geguckt. Das müssen wir nicht nochmal machen. Komm, Hund, wir machen uns jetzt auf den Weg. Lass mich mal durch, Frau. Komm, Hund. Ich würde für euch sterben. Echt. Das brauchst du nicht. Das tut nicht Not. Ach ja, ich habe meine Stoppuhr heute mit Absicht nicht gestartet. Ich habe nämlich gesehen, dass dieses kleine nette Aufnahmefenster, was ihr nicht seht, von Action. Ja, da war es wieder. Komm, pfeifen. Dass ich dort die abgelaufene Zeit sehen kann.
Das habe ich heute entdeckt. Gestern. Kann auch mal passieren. Oh. So, jetzt wird er erstmal ein bisschen. Genau. Ah, ja, ja, ja. So, Gesicht ist sauber. Und trainieren. Ja, das hast du gut gelernt, Pfeifen. Wir beeilen uns mal. Wir müssen es ja ins Mistpeak-Tal, da waren wir ja schon lange nicht mehr. So, so. Ich habe auch langsam ein bisschen Geld. Ich könnte mal im Bauerstone ein bisschen einkaufen. Häuser. Ich werde hier noch zum Großunternehmer. Zum Immobilienhai. Zur Heuschrecke. Ah, und zum Wolfjäger. Hallo, Wölfe. Ich metzel euch wieder mal. Hundi steht da schön brav und wartet ab, dass Herrchen alles in Ordnung bringt. Ne, Hundi? Du bist mir schon so einer. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, da. Zeig dich doch ein bisschen eher, Pfad. War da was? Ich werde eure Schönheit aus euch heraus. Habt ihr das gesehen, wie der reingeglitscht ist? Immer die gleichen Banditen. Klasse Schuss! Großartig! Oh! Da ist wieder ein Fetter! Du lauf doch mal dahin! Also bei vielen Gegnern ist das System ein wenig überfordert, oder? Die sind einfach nur stärker geworden. Ja, okay. Nu, komm, 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 komm. Hey, steht da nicht rum wie ein Kugelfänger? Erledigt ihn! Kann ich noch weiter? Na, nun dreh dich doch um! Das gibt's doch wohl gar nicht. Laufen! Ich drück die Lauftaste, also wirklich! Kommen Sie jetzt nach? Kopf runter, Jungs! Der Abschaum schießt auf uns! Laufen! Hallo! Oh, heute ist schlimm. Ich wollte gerade noch eingangs erzählen, dass mir das tierisch Spaß macht, aber im Moment bin ich ein bisschen lästig mit diesen Banditen hier. Du fall endlich um. So, der ist weg. Wo ist meine Zielmarkierung? Da. Die ist aber ganz schlecht zu erkennen. Boah. Der ist unzerstörbar. Ich habe das Unzerstörbare zerstört. Wo ist er da? Oh! Schieß sie ins Knie! Schieß sie ins Knie! Schieß sie ins Knie! Ach, du willst kämpfen? Ich hab mich aufgepasst. Hat's den denn nur erledigt oder nicht? Ach, Hundi hat's erledigt. Boah, das gibt's doch gar nicht. Hüpf weg! Ich umrunde ihn. Ich schieß auf dich, dachte ich.
muss nachladen. Ich muss laufen. Lauf doch. Also er fummelt dann irgendwie ständig an der Waffe rum. Jetzt hat er wieder an der Waffe rumgefummelt. Ich habe inzwischen dreimal auf diese blöde Taste gedrückt. Auf die Brücke will er nicht. Hä? Ach so, verdrückt. Warum schießt du dahin? Oh Mann, ey. Ja, jetzt haut er ab. Macht keinen Sinn. Da. Der letzte Schuss kam, da habe ich schon wieder die Lauftaste benutzt. Lauf schneller nach! So, Ruhe jetzt hier. Blöde Banditen. Nervensäcke. Nervende Säcke. Huch. Ich hab mich ein wenig verlaufen. Aber der Pfad schlängelt sich hier so schlängelig. Wo geht's jetzt lang? Hund! Was denn nun schon wieder? Muss ich etwa da hinten hin? Och nö! Zeig uns doch den Grabungsort. Nicht so weit. Hund, das ist zu weit. Pudel. Wege. Ja, hast du gut gemacht. Einen Schlüssel, ich nehme ihn an und lauf schnell weg. So, und ich dachte, ich drücke auf die richtige Taste. Wir müssen nach Brightwall. Der hat schon wieder einen Gefangenen. Zu James als Ziel setzen. Und hinreisen. Mal gucken, wo wir jetzt spawnen. Bei James. Ist das James? Ach Quatsch, das war ja gar nicht James. War das doch James? Das war doch James. Ach so, Entschuldigung. Gedrückt halten. Die Stände sind bis morgen zu. Ihr macht das also? Fantastisch. Danke. Ach so, jetzt habe ich mich vertan. Ich sehe hier schon nicht mehr durch bei den ganzen Quests. So, jetzt wollen wir mal schauen. Brightwall. Die brauchen wir erstmal. Als Ziel setzen. Hinreisen. Ich habe jetzt aus Versehen den falschen genommen. Ich hatte nämlich in der Pause noch ein bisschen rumexperimentiert. Also nicht in der Pause, im Offline-Modus, sag ich mal. Und dabei noch ein paar Sachen freigeschalten. Weil es einfach nur Spaß macht. Danke. Darauf habe ich lange genug gewartet. Ja, vielen ne? Dank dafür, mein Lieber. Bitte. So, ich glaube, Stadtaussucher als Freund eure haben. Deine Tochter ist ein echter Schatz. Ja, aber ich wollte doch mit dem Stadtaussucher. Wer ist das? Ach, das ist der Standverkäufer James. Fündig geworden? In den Kleidern seht ihr echt elegant aus. Ja, Schleimer. Neun noch nicht ganz. Wir müssen mal schnell die passende Quest auswählen. Ist die das? Ihr Mistbeak.
als Ziel setzen und hinreisen. Mal schauen, vielleicht, denn die Kämpfe langweilen dann doch schon ein bisschen. Das ist ja nun nichts grundlegend neu. Oha. Grabungsort. Zeig mal, wo ist denn der? Aha, hier. Mein Haar sieht schrecklich aus, oder? Ich muss zum Friseur. Ich glaube, ich habe eben verstanden, mein Haus sieht schrecklich aus. Hoffentlich sehe ich später auch mal so cool aus. Oh, hallo. Wo ich herkomme, haben alle Tätowierungen. Aber nicht solche. Die sind Mist. Bitteschön. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Na egal. So, das muss reichen. Hä? Ich dachte, ich hätte dir Geld gegeben. Ihr seht ziemlich gut aus. Das ist genial. Danke. Das kann ich auch. Hallo, wie geht's euch? Das ist mein Stand. Habe ich euch ja schon erzählt, dass das mein Stand ist? Hey, das Kind hat echt Talent. Ja, toll. Ich weiß. Danke. Ja, das gehört inzwischen alles mir hier. Ja, ich habe sogar schon kleine Gewinne. ja, ich denke mal, wir haben das jetzt hier geschafft. Du bist so ein toller Hund. Ja, das stimmt. Nett. Ein ganz toller Hund. Sieht toll aus. Ich weiß. Ich hätte bloß gerne eine Mütze. Hier ist das so kalt. Ich will nicht mit den ganzen Wachenhändchen halten. Ihr könntet den meisten Krieger noch etwas übergehen. Laufen wir mal wieder ein bisschen? Oder reisen wir zurück? Oh, das geht schneller, als ich dachte. Hoffe ich. Pfeif hin. Wollen wir laufen? Ich höre schon wieder Wölfe. Hier geht's lang pfeifen. Haha. Du hast es nicht gewusst. Ich hab's gewusst. Wo ist der Hund? 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 Hund ist weg. Hund? Ah, Hund ist wieder da. Ach, Schiete, ich reise jetzt schnell. Das dauert mir dann doch zu lange. So, da muss ich hin. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich die richtige auswähle. Den nicht. Hühnerrennen auch nicht. Das ist der Zwergenfried. Ah, hier könnte ich auch noch zuschlagen. 137.000. Ach, hier. Kehr zu James zurück. Als Ziel setzen. Und Schnellreise. Das machen wir noch. Ist das James? Wer bist du? Nein, ich will den... Nein, ist er nicht. Ach, hier ist ja auch der Pfad. Das lag an dem Ausrufezeichen hier über dem Schild. Stil. Ich auch. Ob ich es als Badin schaffen würde? Gott sei Dank hat sie nicht gesagt, dass sie meinen Stil mag. Das könnte man missverstehen. Ja. Nicht, dass meine mich liebendes Weib dann... die jetzt wahrscheinlich, hoffe ich mal, bei ihrem Kind ist. Wo ist er denn? In der Kneipe hier. Was machst du hier in der Kneipe? Du hast ein Kind zu Hause. Ihr seid wie dieses riesige Eis, das überall mit Käse bestreut ist. Oh, ich liebe Käse. Könnt ihr mir sagen, wo ich wohne? Ich bin zu befinden, um... Oh, ich bin entsetzt. Komm mit, Weib. Das kann auch... Da kommst du? Da zwitschert die hier fröhlich ein, während ich... Ja. Wo ist denn der James eigentlich, wo ich hin muss? Wo ist der?
Ich kaufe eure Sachen. Kommt her und ich kaufe sie euch ab, ja? Bringen wir jetzt erstmal nach Hause. Wenn ich groß bin, will ich so cool sein wie du. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Axel Furz. Axel Furz? Ich kenne nur Axel Schulz. Oh ja, der kann ja auch nichts für seinen Namen, der Herr Furz. Hoffe ich, nehme ich mal an. Komm, Frau. Kommst du? Habe ich euch gesagt, wie wunderbar ihr seid? Nein? Oh, echt? Also gut, mein Schatz. Wo gehen wir hin? Hände und Laden sind jetzt geöffnet. Ich gehöre euch, Liebster. Es ist mir egal, wo ich bin, solange ich bei euch bin. Aber mehr hat sie heute nicht verdient. Zu sein wäre noch besser. Oh, ihr trefft wohl immer wie... Ja. Dabei hat sie das Zielwasser getrunken. Oh, so starke Muskeln. Ja, überall. Auch an den Zehen. Und unter der Zunge. Fertig. Okay. Jetzt nochmal zu meinem Kindchen. Zu Ella. Hallo, Ella. Ella wird jetzt geknuddelt. Und wenn du nochmal einen saufen gehst, wenn ich nicht da bin, dann kürze ich dir das Haushaltsgeld. Oh, puh. Kleines Baby. Ja, das bist du. Seht ihr, wie glücklich unser kleines Mädchen ist? Ja. Seid ihr es auch? Ich soll sie jetzt küssen? Na gut. Oh. Also, du gehst nicht mehr saufen, ja? Ich werde mir auch Mühe geben und öfter vorbeischauen. Ich verspreche es dir. Ja. Wow. So, okay. Dann machen wir jetzt hier mal Feierabend, nachdem wir unsere Familie versorgt haben. Zumindestens. Huch. Warum machst du so Riesenschritte? Ich mag diese neumodischen Dinge aus Bowerstone nicht, müsst ihr wissen. Die Welt ist einfach wunderbar. Ja, an den Tapeten müssen wir nochmal was machen. Okay. Nettes Oberteil. Steht euch gut. Wow, seht euch an. Das nenne ich schick. Wow, ja, nun ist ja gut. Ihr seht so stark aus. Oh, kriegt die sich heute nicht wieder ein? Ich gehe mal ein bisschen beiseite. So, okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.